Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Fußballmanager 13 im Mikromanagement. Wir befinden uns hier donnerstags, 18. Dezember 2014. Da muss ich ab und zu nochmal darauf hinweisen, dass wir ja 2014 spielen. Also sprich, es geht gar nicht um die aktuelle Saison, es gibt auch nicht die aktuellen Spieler. Klar, gibt's die noch, aber die sind alle ein bisschen älter geworden, haben Vereine gewechselt und Co. Also es gibt da durchaus Empfehlungen, die man mir ab und zu mal schreibt, wo ich sage, ja, und was sollen wir jetzt mit dem anstellen? Ich habe keinen blassen Dunst. So, gerade mal reinschauen. Irgendeiner hat wohl einen Bruder, der hier zum Beispiel hat einen Bruder. Das ist der Verwandte von dem, der spielt bei, ach guck an, Malaga B. Der spielt schon bei uns. Sein Bruder ist der Carlos, der bei uns in der Jugendabteilung sitzt. In der B-Jugend. Also das heißt, der ist 15 und der andere, ach, jetzt hat er das weggemacht. Und der ist 19. Coole Sache, aber der hat kein Talent, sein Bruder hat Talent. Sein Bruder ist jetzt schon fast stärker wie er. Der hat nämlich 56 und sein Bruder hat 50. Das ist ja mal richtig interessant. Jetzt haben wir hier natürlich ein kleines Problem, wo wir die ganzen Jungs hier noch aufstellen sollen, weil so langsam wird es doch ein bisschen chaotisch hier. Hier haben wir immer noch zwei Spieler drin, die wir irgendwie loswerden müssen, am besten durch einen anderen. Auch mal interessant, das so zu sehen. So, wie sieht's denn aus? Kann da vielleicht noch einer Linksverteidiger spielen? Der hat 46 und der hat 38 und der hier hat 45. Hier würde ich sagen, dann packen wir den mal als Linksverteidiger rein. Was nicht bedeuten soll, dass er jetzt dauerhaft Linksverteidiger spielt, aber naja, da sind wir schon mal wieder einen los. So, können wir den dann nämlich schon wieder nach Hause schicken. So. Alles, was keine drei Sterne hat, muss gehen. Am liebsten sind mir 3,5 bis 4 Sterne und alles, was da drüber liegt. Und das wird sich immer positiv auswirken auf unseren Mannschaftswert und damit, welche Spieler wir vielleicht auch heranziehen können von anderen Clubs. Denn wenn wir hier in der Jugendarbeit, sage ich mal, an Position 1 stehen und wir machen einem Angebot einem Spieler, der bei Real oder bei Barcelona ist, ist die Chance größer, dass der vielleicht auch zu uns wechselt. Gut, der Trainingsplan steht ja, wir haben ja unser Pokalspiel gerade hinter uns gebracht, war eine verdammt knappe Kiste zum Schluss noch. Wobei wir hatten ja im Hinspiel schon gut vorgelegt und somit da eigentlich weniger Probleme. Allerdings, gewonnen werden will es halt trotzdem. So, im Ligaspiel, ich packe wieder 10.000 Siegprämie rein, das scheint das Einzige zu sein, was die Spieler hier motiviert, Spiele zu gewinnen. Müssen wir halt einfach durch. Ich bin auch am Überlegen, ob wir gegen unseren nächsten Gegner, der ja, ich sag mal, mit Levante nicht unbedingt ein starker Gegner ist, ob wir da vielleicht dem Willi sogar noch eine Einsatzchance lassen, also sprich den auf dem Platz lassen. Und ansonsten hier, tja, uns mal überraschen lassen, wie das Ganze ausgeht. Bart spielt, Adili spielt, das passt ihn hier, müssen wir noch runternehmen, der darf nicht spielen. Das ist so ein kleines Problem, der ist ja für die Liga noch gesperrt und wir müssen zusehen, dass der dann für die Liga vielleicht irgendwann mal wieder in Betracht kommt. Warum stelle ich den Castileo oder wie auch immer der heißt, nicht auf? Das ist ganz einfach, er ist zwar ein Wahnsinnstalent, aber Barts ist unser Talent, was wir gerade ranführen. Wenn ich auf Erfahrenheit und Spielstärke setzen würden, würde ich Joaquin aufstellen. Joaquin will ich auch nicht auf die Tribüne setzen. Ich will den hier ab und zu mal einsetzen, aber am liebsten würde ich den zur Winterpause verleihen mit einem Leihgeschäft. Die Möglichkeit besteht, soweit ich weiß, hier über einen Kooperationsvertrag, den hier auszuleihen an Karlsruher SC. Dort kann er Spielpraxis sammeln, dort kann er der Mannschaft helfen, dort kann er sich entwickeln, dort wird er auch aufgestellt werden mit Sicherheit. Und also da habe ich die große Hoffnung, dass der sich dann dort verbessert und dort Einsatz kriegt. Und deshalb lasse ich den momentan noch auf der Tribüne, weil ich den im Prinzip weiter verleihen will. Also wenn der jetzt stärker werden würde, dann können wir ihn wahrscheinlich auch nicht mehr verleihen. Der muss leider ein schlechtes Niveau haben, damit er dann verliehen werden kann.
Er hier entwickelt sich sehr gut und ersetzt unsere alten Hunde, die irgendwie nichts hinkriegen. Hier wie Wellington und wie na, Demichelis, die leisten sich ja ganz schöne Patzer. Das macht der Sands oder Seins oder wie auch immer der ausgesprochen wird, macht das zum Glück nicht. Der ist auch momentan top motiviert, weil wir ihn spielen lassen. Ist ein 68er stark und damit eigentlich mit der schwächste Spieler auf dem Platz. Aber er ist auch ein standfester Spieler da hinten. Mustavi, hochmotiviert, weil wir wieder eine Runde weiter sind im Pokal, geht mit einer 84er Stärke in den Sturm. Das ist natürlich auch ein Puh. Das ist ein Pfund. Das haut rein. Also, da bin ich eigentlich relativ zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt. Camacho ist ja mit 24 ein Junger und Romao ist mit 30 schon ein Älterer, ist auch nicht so talentiert. Ich habe das Ziel, dass hier irgendwann nur noch die Talentiertesten der Talentierten auf dem Platz stehen. Und was uns noch fehlt, ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der, ich sag mal, ein großes Talent hat, so wie hier der, aber, wie soll ich sagen, besser ist wie der. Weil also dieser Buonanotte oder Buonanotte, oh Gott, Buonanotte, genau, so heißt er, der ist ja ein ganz guter, aber der hat nicht die Werte, die ich von ihm mir erhoffe, sage ich mal. Wir haben deshalb für den Trainingsplan erstellt, wo er mal Sachen lernen soll, wie Dribbling, wie Torriecher, wie Schusskraft, wie Schnelligkeit, wie Antritt. Wenn er das dann umgesetzt hat, wenn er das dann hinkriegt, dann können wir den vielleicht auch einsetzen. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir den des Öfteren mal einsetzen sollen, vielleicht jetzt auch mal hier. Einfach, wie soll ich sagen? Damit er sich vielleicht auch besser entwickelt, dass er eine bessere Form entwickelt und dass er sich vielleicht dann auch spielerisch ein bisschen weiterentwickelt. Deshalb setzen wir den jetzt hier mal ein. Ihr seht auch hier, dass mit Portillo, der ist ja noch ein besserer rechter Mittelfeldspieler, den wir offensives Mittelfeld spielen lassen. Das heißt, wir sind rechts so voll, dass ich auf den Castellio oder Castelleo oder Leo oder ach egal, wie man das ausspricht, ist mir gerade wurscht jetzt. Also jedenfalls, werden wir verleihen, dass er irgendwo anders Erfahrung sammelt, weil wir haben zu viele. Wir haben einfach zu viele. Und warum sollen wir uns hier in Schwierigkeiten bringen, indem wir 300.000 Leute haben, die alle auf der Bank sitzen? Macht ja auch keinen Sinn. So, Francescao ist natürlich auch ein Kandidat, um den wegzugeben. Hier unten sind ganz viele Spieler. Also in der Mannschaft sind einfach zu viele Spieler, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Auch wenn die einen Aufstieg schaffen, müssen wir uns davon einigen trennen und müssen zusehen, dass wir hier talentiertere Leute beikriegen. 69 hier von Herrera, das ist super für die zweite Mannschaft. Und im Prinzip müssen wir uns an ihm orientieren. Wenn Francescao es schafft, sich auf dem Level zu halten, Fitness vielleicht endlich mal nicht hier so die faule Sau raushängen zu lassen, sondern sich wirklich mal bewegt, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass er in der zweiten Mannschaft sich zum Top-Torhüter entwickelt, Marktwert entwickelt und sich dann durchaus gut verkaufen lässt. Momentan sieht es ja so aus, dass er einen fallenden Marktwert hat, weil er in der zweiten Mannschaft so gut wie nicht zum Einsatz kommt. Denn die Spiele hier werden ja nicht gewertet. Das ist ja das Problem. Also da müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze angehen. So viel zu dem, was dann hier über die Spieler noch zu sagen war. Was haben wir hier? Der hat gerade keine Aufgabe. Irgendwas wollte ich den machen lassen, der keine Aufgabe hat. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich den machen lassen wollte. Der sollte irgendwas scouten. Das weiß ich noch. Da habe ich noch gesagt, der kann mal scouten, wenn er soweit ist. Alter Falter. Mein Gedächtnis. Ja, dann schicken wir ihn halt auf den Futsal-Wettbewerb. Solange es mir nicht einfällt, macht es keinen Sinn. Falls es mir irgendwann einfällt, breche ich einfach ein Scouting ab. So, dann haben wir hier die Fans, die sind sich sicher, dass wir gewinnen. Gegen den wir auch gewonnen haben. Leider kommt die Umfrage meistens hinterher. So, dann haben wir hier, da entwickelt sich langsam was beim Sponsor. Der geht langsam ein bisschen bergauf. Das ist auch gut so. Da müssen wir wohl ein paar Freikarten mehr rausballern, dass sich da wirklich was nach oben bewegt. Müssen erfolgreichen Fußball spielen, dann wird auch der happy.
Was machen wir hier? Letzte Woche, Duschvorhang schlecht, Klopapier schlecht, Fernbrille geht noch. Also, hier müssen wir zusehen, dass wir uns da noch ein bisschen nach oben kämpfen. Hier verdienen wir gut Geld. Das gefällt mir sehr gut. Das freut mich. Wir kommen meistens über 50.000 pro Spiel. Und da wir einige Spiele haben, werden wir hier einen guten Geldbetrag einnehmen, was sehr, sehr schön ist. So, dann machen wir hier noch unser Training und dann machen wir mal einen Tag weiter, dass hier alles ein bisschen nach vorne geht. So, und da haben wir wieder einen entdeckt. Daus, 15-jähriger, Wahnsinnstalent, 48er Stärke, 15 Jahre alt, rechtes Mittelfeld. Wir holen irgendwie nur Mittelfeldspieler bei. Was haben wir denn hier? Einzelspieler. Professionell ist gut, anpassungsfähig ist gut und Diva ist nicht gut. Aber nichtsdestotrotz, der ist gut, der ist gebucht. Holt mal ran. So, Scouting beendet. 8 Spieler haben wir da drin. Ach genau, ich weiß wieder, was wir machen wollten mit Scout. Ha! So, jetzt hat der hier keine Aufgabe, dann setzen wir den da drauf an. Und zwar wollen wir eine Mannschaft beobachten. Und zwar eine spezielle Mannschaft, die aus Deutschland kommt, die dort in der dritten Liga spielt und die Karlsruher SC heißt. Und dort alle. Der soll, ja super, das habe ich jetzt gigantisch gemacht. Warum hat er das nicht übernommen? Deutschland, dritte Liga, Karlsruher SC. Alle, so rum, genau, rüberziehen muss ich. So, der soll den kompletten Karlsruher SC einmal auf den Kopf stellen. Und zwar hat das den folgenden Grund. Es ist unser Kooperationspartner und wir wissen nichts über seine Spieler. Wir wissen nichts, was er gebrauchen könnte. Wir wissen eigentlich überhaupt nichts. Und da sind halt mal interessante Spieler oder sonstiges hier unten irgendwie drin. Irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Also sollte ja eigentlich ein bisschen anders sein. Ich hoffe, dass wir hier vielleicht noch das ein oder andere Talent rausscouten, dass sich unsere Arbeit sozusagen richtig bezahlt macht. So, nu aber. Hier nochmal trainieren für den Marathon, dann ab ins Spiel, sonst wird der Part zu lang. 12 Minuten habe ich schon wieder verquasselt hier. Senkrecht startet der Saison. Shark. Barts. Isaac kenne ich nicht, ist aber schön, dass da auch einer von denen dabei ist. Medina, rechter Mittelfeldspieler. Wir könnten sogar mal gucken, wenn das ein Aufsteiger ist, den sollten wir vielleicht mal ins Blickfeld nehmen. Rechtes Verteidigerposition, da haben wir ja durchaus leichte Probleme. So, rechtes Mittelfeld, Wahnsinn, Stärke der Gute, aber rechts sind wir sehr gut bestückt. Aufsteiger ist auch Fabrice. Dann haben wir hier den Gianfranco, Torwart ist jetzt nicht so interessant. Wir könnten allerdings auch hier mal reingucken, aber der hat kein Talent. Das können wir schon vergessen. Dann Mustafi, Sainz. Nochmal ein Rechtsverteidiger, aber da oben, der ist jünger. Und hier noch ein Innenverteidiger, Ruiz. Okay. Der hat auch Potenzial. Auch den können wir uns mal auf die Beobachtungsliste setzen. Denn wir müssen auch zusehen, dass wir in der Liga gute Talente wegkaufen. Hört sich bescheuert an, ist aber durchaus eine Taktik. Macht ja auch Bayern München gerade recht erfolgreich mit Dortmund. Also, was jetzt nicht ein Angriff sein soll, sondern jeder klar denkende Mensch, der in der Vereinsführung von einem großen Verein sitzt, der muss als Aufgabe haben, die Konkurrenz zu schädigen, indem ich die besten Spieler von denen kaufe, damit ich stärker werde, international erfolgreicher spielen kann und die anderen ein bisschen zu schwächen. Und das System geht eigentlich auch auf. So, dann würde ich sagen, 16. Spieltag, gucken wir uns mal an. Wir spielen gegen Levante. Und haben unsere Spieler schon auf dem Platz, sind da recht gut. Also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Ich sag, Bayern hat schon einen sehr, sehr guten Lenker und Denker an der Spitze, der alle Bereiche überwacht. Sagen wir es einfach mal so. So, ihr Hauptsponsor ist sehr erfreut über die Außendarstellung des Vereins in den Medien, insbesondere über ihre Beziehungen zur Presse. Man stellt ihnen weitere 273.000 für Transferbudget zur Verfügung. Das hört sich doch super an, immer her mit der Kohle.
Dann haben wir 9 Spieler in der Datenbank. Spieler sind froh über die Entscheidung, dass wir nicht nach Everton gehen. Ja, was soll ich denn dort? Und dann hat hier ein 18-Jähriger sein Trainingsziel erreicht. Aber wenn ich aufs Talent gucke, dann weiß ich schon, dass es mich gar nicht interessiert. Und dann hat Helsingborg Interesse an uns, aber wir nicht an denen. So, dann Privatbereich, dann Training. Oh Mann, heute Abend wird ein großer Tag. Ihr seht ja, ich nehme heute ein bisschen früher auf. Das liegt daran, ich muss heute Abend Livestream gucken, damit ich euch dann per Facebook eventuell eine Info schreiben kann bezüglich des FM14, wenn sie denn was sagen auf der Pressekonferenz, die heute Abend ansteht, 22 Uhr, auf der E3 von EA. Angeblich soll da ja ein Titel kommen und dort vorgestellt werden. So, Deutschland, Bundesliga, Köln spielt gegen Borussia Dortmund. Es ist schön, dass auch diese Spiele hier alle in der Sofortberechnung simuliert werden. Aber wir haben hier ein 3D-Spiel zu machen. Und ich würde sagen, gute Frage. Ja, eigentlich müssten wir im Auswärtstrikot spielen, aber ich glaube, das Weiße sieht man fast besser wie das Schwarze, wenn die gegeneinander antreten. Wir versuchen es mal so. So, wir sind die stärkere Mannschaft, haben die bessere Saison, haben die bessere Form. Und wenn wir es noch unseren Spielern sagen, dass die hier ein super Spiel machen sollen, mit Kampf um jeden Ball, bin ich recht zuversichtlich, dass wir auch dieses Spiel hier für uns entscheiden können. Da bin ich mal richtig gespannt. So, ich hoffe, der lädt. Ist immer so eine Sache hier zu kommentieren, weil mit den Unterbrechungen, den Umschnitten von 2D auf 3D und so weiter, ist das immer ein bisschen problematisch, das hier zu kommentieren. Und dann sehen wir die Aufstellung, die wir ja schon kennen. Und dann kommt der Anstoß und dann läuft das Spiel und Lell macht einen Wahnsinnspass hier nach vorne und unsere Innenverteidiger, Rechtsverteidiger und so weiter passen gut auf. Super Pass hier von unserem offensiven Mittelfeldspieler und der Mustavi kommt irgendwie von der falschen Seite und schießt vorbei. So, ja, super. Da sind wir schon wieder im Ballbesitz, da wird gefoult und gemacht und getan, aber nicht gepfiffen. Super Innenverteidigerleistung hier und Fabrice scheitert am Torhüter. So, Mustavi erobert den Ball. Fabrice trippelt und schaltet am Torhüter. Das ist echt atemberaubend hier. So, Gamacho, Ball erobert. Guarnetta, Barz mit einem, naja, nicht ganz so guten Zuspiel. Also man sieht schon, unsere Jungs kämpfen irgendwie ein bisschen mehr. Und das 1:0 hier von Mustavi haben wir uns damit auch redlich verdient. In der 16. Minute führt Malaga gegen Levante 1:0. Genau. Wie auch immer. Wir sind ja nicht im Stadion, ihr könnt ja nicht antworten. Aber meine Laune steigt, jetzt wo wir in Führung liegen. Ihr merkt. So, Bart, super, Ball erobert hier. Fabrice auf Mustavi. Mustavi ist frei, geht durch die Mitte. Wird hier eigentlich gefoult und dann, naja, in dem ganzen Kuddel macht Fabrice dann auch noch ein Tor. Super Zuspiel, glaube ich, von Mustavi. Und ja, da macht dann einfach mal rein. 22. Minute führen wir dann schon 2:0. Also so langsam kommt unsere Torfabrik hier in Fahrt. Und das finden wir gut so. Denn wir wollen ja hier ein bisschen mehr erreichen. Wir wollen ja nicht irgendwo auf dem 20. Platz enden zum Schluss der Saison. Also müssen wir hier erfolgreich, dauerhaft erfolgreichen Fußball spielen. Und wir sind hier immerhin in Spanien, was ja, wenn man Experten glauben darf, die stärkste Liga der Welt ist, mit der besten Mannschaft der Welt, Barcelona, an seiner Spitze. So. Das lassen wir mal so im Raum stehen. So, Willi hat schön aufgepasst, gefällt mir auch gut. Der ist direkt mal einen Stärkepunkt gestiegen. Nach 1-2 Spielen, die er jetzt am Stück macht. So, Mustavi und Peng unten rein. 3-0. 34. Minute. Tja, also irgendwie wirkt das Ganze, als ob Levante kein Interesse hätte, das Spiel zu gewinnen. Oder hoffnungslos mit unserem Sturm überfordert ist. Und ein hohes Ergebnis könnte hier heute durchaus drin sein für uns.
Wow, ja. Und da lässt er sich nicht zweimal verarschen, sag ich mal. Auf der Position hat gerade eben Mustafi einen Ball unten reingeschoben und diesmal hat er die Hand dort gehabt, dass Verpriester eben nicht durchkommt. Aber der lernt auch ganz gut dazu, gefällt mir gut. Barz wird hier gehalten und eigentlich sogar fast gefoult. Ja, zum Glück schießt der hier kräftig vorbei. Das gibt Abschlag. Brauchen wir uns nicht viel bemühen. Können wir einfach abschlagen, den Ball. So. Wunderbar, Fabrice. Auf Mustafi, Mustafi und wow. Legten sich vor, geht vorbei am Gegner und kommt hier frei zum Schuss auf den Torwart. Aber der ist auch reflexstark und hält den Ball. Eckball kommt rein. Dotzelt ein bisschen durch die feindlichen Reihen. Jetzt laufen wir sozusagen hier schon fast in den Konter rein. Aber unsere Abwehr hat aufgepasst. So, 3:0 geht's in die Halbzeit. 45 Minuten ist gespielt. Wir gucken, wie das Ganze weitergeht. Müssen hier in der Halbzeit natürlich mal ein paar Gespräche führen. So nach dem Motto wie, ja, jetzt geht mal raus und gewinnt das Ding. So schwer dürfte es jetzt nicht mehr werden, wenn man schon 3:0 führt. Dann tun wir den Barz mal ein bisschen motivieren. Dann den Gammas mal ein bisschen motivieren. Ganz wichtig, Gerson mal motivieren. Sans motivieren. Das Problem ist, die kriegen den Ball nicht da hinten. Das ist das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Und Nacho Morial auch mal motivieren. Dann gucken wir mal, was die Frische angeht. Und wenn die den Ball nicht kriegen, kriegen sie natürlich auch schlechte Noten. Wer nicht mit dem Ball in Kontakt kommt, der hat halt meistens keine guten Chancen. Deshalb, wenn wir uns hier angucken, wer gute Noten hat. Camacho, der fängt die Bälle ab. Der offensive Mittelfeldspieler spielt auf Adili oder auf Barz. Dann kommen die Bälle meistens in Sturm auf Fabrice oder Mustafi und das sind die Leute, die guten Noten haben. Da hinten passiert kaum was. Das ist halt das Problem. So, wir gehen wieder rein ins Spiel. Wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Wir haben mit denen geredet. Wir haben sie massiert. Wir haben sie motiviert. Und wir haben ihnen gesagt, dass wir jetzt zum in der zweiten Halbzeit einen Sieg wollen. Ich meine, wir führen 3:0. Wäre ein bisschen schlecht, wenn wir da keinen Sieg wollten. Sehr schön, Ball abgefangen, super in die Mitte gespielt, Fabrice, im Getümmel schafft das nicht, den Ball aufs Tor zu bringen, das wäre es gewesen. Hier sehe ich auch gerade nochmal ein Wahnsinnstalent, der für uns auch noch interessant sein könnte fürs offensive Mittelfeld. Munyain, auch ein von mir schon mehrfach trainierter Spieler, aber ich ihn schon mit vielen Clubs gekauft habe. Während ich hier erzielt macht, muss Davi das 4:0 in der 52. Minute. Herzlichen Glückwunsch dazu. Absolut krasse Geschichte. Er nimmt den Ball mit der Brust an, spielt den Gegner aus, passt zurück. Mustafi steht völlig frei und schiebt ihn rein. Super, Barz auf Fabrice. Fabrice wird hier fast gefoult, würde ich schon fast behaupten. Ja, so, jetzt auf Mustafi und 5:0. Mustafi dreht jetzt richtig auf. Den hat er übrigens mit rechts gemacht. So viel dazu, dass er ein Linksfuß ist. Der macht die meisten Tore, macht er irgendwie mit rechts. Ich würde sagen, das ist beidfüßig. Das passt schon. So, den macht er auch da rein. So langsam wird's übel. Torschützenrangliste, sage ich dazu nur. Da arbeiten wir uns weiter vor. Auch schön aufgelegt hier von Mustafi für Fabrice. Ist also kein Egoist. Denkt auch an seine Sturmkollegen. Aber der kriegt ihn halt einfach nicht über die Linie. So, wir sind am Überlegen, was wir machen können. 1,5 ist eine super Note. Wird Zeit, dass wir den mal rausnehmen, um die Note zu konservieren. Dann, dann bringen wir mal Portillo für Barz, um die 2,0 zu konservieren. Und haben wir noch einen Innenverteidiger, wo wir sagen könnten, den Mikelas mal für Gerson bringen, dass der auch mal wieder spielt. Und eine 4,0 ist natürlich schon arg hardcore, sag ich mal. Machen wir mal die drei Wechsel. Vielleicht können wir die hier dann auch noch tauschen. Und dann hier noch Mustafi als Sturmtank eintragen wieder. Machen wir diese drei Wechsel mal, dass wir, ja, belohnen wir einfach mal ein paar Spieler damit und konservieren mal ein paar gute Noten. So, jetzt Barz. Wahnsinns-Dribbling hier vom Barz. Wird aber trotzdem gestellt vom Linksverteidiger. Jetzt kommen die ganzen Wechselaktionen. Demichelis kriegt auch nochmal einen Einsatz. Dass er nicht völlig untergeht hier.
Die Fans feiern 69. Minute. Das bedeutet, die Wechsel sind vor der 70. Minute gelaufen. Die kriegen alle noch Noten. Portillo schön in die Mitte auf Mustavi, verdattelten Ball. Wow, das war ein Foul, würde ich sagen. Adili ein bisschen neben der Rolle, verliert den Ball. Taffer auf Mustavi und der in die Arme des Torhüters. Der kann gerade noch den Ball übers Tor lenken. Gibt natürlich Eckball. Gucken wir mal, wie der reinkommt. Gucken wir mal, auf wem der landet. Gucken wir mal, ob da ein Tor fällt. Nein. Navas kommt raus, hat den Ball sicher. Aber der Eckball war gut geschossen. So, jetzt hier Taffer und wow. Aber der ist auch auf der falschen Seite. Ist doch eigentlich ein Linksfuß, der müsste eigentlich da drüben spielen. So, jetzt Mustavi trippelt und Tipkick in die Arme von Navas. Ja, ich glaube, irgendwie wollen sie jetzt keins mehr machen, ja. 5-0 ist aber auch wirklich schon ein gutes Ergebnis. Wenn wir die 0 hinten halten können, bin ich happy. So, Taffer, Ligator, Yannis Taffer, unglaublich, 86. Minute. Haut der das Ding da noch rein nach der Vorlage von Mustavi? Setzt sich hier durch und peng. Tja, ich glaube, das war ein Abschuss für Levante. Ich glaube, die sind richtig bedient. Da haben wir einen Gegner mal richtig demotiviert. Und das ist ein Foul, wo ich sage, das hätte jetzt nicht sein müssen bei dem Spielstand in der Position. Warum da Portillo so rangeht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er mit dem irgendeine Rechnung offen gehabt und hat gedacht, dem trete ich mal die Knochen kaputt. Mal hier öfter mal in FIFA. Offene Rechnungen so begleichen. So, Willi hält. Willi bleibt, wenn alles gut geht, hier bei einem zu Null Ergebnis. Das würde ich ihm gönnen. Und kaum spreche ich's an, fängt er sich noch ein. Wie dämlich war das denn? Wo kommt denn der her? Der springt ihm von den Händen ins Tor. Tja, da ist er selbst schuld. Hätte er den noch sicher gehabt. Ja, was will man da sagen? Zum perfekten Tag fehlt ein zu 0 Ergebnis. 6-0 wäre es natürlich gewesen. 6-1 ist auch nicht schlecht. Aber ein 6-0, das wäre es natürlich gewesen. Hätte ich auch Willi gegönnt, dass der hier zu 0 spielt. Wir gucken uns mal an, was das für Auswirkungen hier auf die Tabelle hat. Boah, Mann, was Tore. Was das für eine Auswirkung hier auf die Tabelle hat. Und wo wir denn da jetzt stehen, ob wir es geschafft haben, hier gewisse Positionen gut zu machen. Orhan Mustavi mit einer 1,0, der Mann des Tages. Ohne Witz, bester Spieler und der zweitbeste Spieler ist natürlich der gegnerische Torhüter, weil was der gehalten hat, das Spiel hätte hier locker 10-0 ausgehen können. Noten hier für Demichelis 4,0 hätten wir also auch Gerson auf den Platz lassen können. Portillo eine 3,5, schlechter wie der Wartz. Interessant, Yannis Taffer mit 3,0 trotz Tor, schlechter wie Fabrice. Das sind interessante Zahlen, muss man wirklich so sagen. So, Ergebnis, wir sind immer noch Dritter in der Liga mit 34 Punkten, nachdem Valencia ein Unentschieden hingelegt hat. Kommen wir an Valencia ran. 3 Punkte sind noch Unterschied. Irgendwann spielen wir gegen Valencia. Und wenn wir das gewinnen, dann sind wir an Valencia vorbei. Barcelona als beste Mannschaft der Welt mit Sieg und 42 Punkten auf Tabellenplatz 1. Aber dass wir da nicht hinwollen, die Saison, das haben wir auch schon vorher angekündigt. Also das ist auch nichts Weltbewegendes, auch nichts Schlimmes. So, Spielstatistik. Tja, Mustavi hat's geschafft, Adili hat's geschafft, da sind sie wieder, unsere Superleute. Und Bravo ist Torhüter, das ist schon krass. Bravo ist schon wieder Torhüter des Tages. Der hat gegen uns auch schon mal einen super Tag gehabt und gehalten, ohne Ende. Ja, aber das hier freut mich, wenn unsere Spieler es schaffen, in die Mannschaft des Tages zu kommen. Nominierung, Orhan Mustavi war am meisten nominiert. Der ist schon 6-mal, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es ist so, der ist schon 6-mal Spieler des Spiels gewesen und hat 4 Nominierungen für Spieler des Tages irgendwie schon eingeheimst. Ja, wenn man das richtig sieht, ist er der meist nominierte Spieler für die Elf des Tages. Unglaublich.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dazu, also muss ich sagen, wow. So, Teamleistung. Da haben wir 2,73, genau wie Real Saragossa, bester Spieler auf dem Platz. Mustafi ist Torschützenleader. Unglaublich in der Torschützenrangliste hat er Messi überholt, der torlos blieb. Vier Tore hat er an einem Tag gemacht und hat sich somit auf Platz 1 geschoben. Der absolute Hammer, der absolute Hit. Ich muss mal gucken, wie sich sein Marktwert verändert hat. Nicht, dass er uns hier unter Marktwert irgendwann verlässt, weil irgendwie ein Top-Club auf ihn aufmerksam wird. Aber ich meine, Dritter der spanischen Liga, verlässt man den? Große Frage, ob man so eine Mannschaft noch verlässt. Ja, da sind wir auch sportlich wieder auf unseren 20 von 20 angekommen. Also auch in Malaga haben wir die Kehrtwende geschafft, haben das Ganze nach vorne gepusht und sind der Mann des Tages. Ja, dann sollten wir hier die Jungs vielleicht noch loben, sofern wir das können. Aber ich glaube, die haben wir schon gelobt im letzten Gespräch. Haben keine Spielergespräche mehr frei, aber die haben hier mal ein Feuerwerk abgefeiert. Das ist ja nicht mehr feierlich gewesen. Alter Falter haben die zugeschlagen. Unglaublich. Gut, wie das Ganze weitergeht, das sehen wir dann, sag ich mal, in der nächsten Folge wieder. Erstmal kommt jetzt hier ein Autosave, dann kommt die Weihnachtsfeier. Ach du lieber Himmel, dann haben wir schon fast Winterpause. Das geht aber schnell hier voran. So, was haben wir hier? Ach so, Weihnachtsfeier. Kriegen wir Nikolaus, den wir im Hintergrund aufstellen können. Scouting ist auch abgeschlossen. Super Sache. Die Frage ist, wann haben sie endlich mal Karlsruhe durch? 4 Tage, dann haben wir Karlsruhe ein bisschen mehr gescoutet, wie es aussieht. Ich hoffe, der kriegt das gut hin. Oh, okay, der hat auch keine Aufgaben mehr. Gucken wir gerade mal rein, was wir hier noch im Jugendscouting machen können. Ach, das ist alles Sachen, die machen wir ja normalerweise montags. Wisst ihr, das machen wir auch in der nächsten Folge montags. Der Part ist eh schon lang genug. Ich sag erstmal danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt. Fußball Manager 13 im Mikromanagement, dann vielleicht sogar mit Informationen zum Fußballmanager 14. Kommt drauf an, was EA heute Abend in der großen Pressekonferenz auf der E3 bekannt gibt. Ich werde mir das Ganze angucken und bin mal gespannt, ob ich euch News verkünden kann im nächsten Part. Bis dahin sage ich danke fürs Reinschauen, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.